Herzlich willkommen. What a difference a day made. Was ein Unterschied so ein Tag machen kann. Eben noch blau. I'm blue dear. Und jetzt schon ein wundervoller Tag. Wenn ein Tag schon so einen Unterschied machen kann, was ist denn das in einem Jahr? Was ist denn in einem Jahr möglich? Diese Serie ist der Auftakt in diesem Seminar. Was kann diese Serie in diesem Jahr für dich für einen Unterschied machen? Vielleicht bist du gerade blau. Das kann sich ändern. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ausnüchterungszellen sind hinten. Das Spannende ist ja, so ein Tag, der wird ja nur dann zu einem sehr besonderen Tag, wenn etwas Besonderes dort passiert. Und die Macht, die es möglich macht, dass so ein Tag die Welt verändert, die nennt sich Liebe. Wundervoll. Diese Liebe ist auch einer der ersten Worte in einem Brief im zweiten Teil der Bibel, und zwar an eine Gemeinde in Galatien von einem Mann namens Paulus. Und diesen Vers werden wir uns über die nächsten Wochen nochmal anschauen, weil dort ist so viel drin, dass es locker für Jahre reichen würde. Aber wir machen leider nur 8 Wochen, deswegen müssen wir uns kurz fassen. Ich lese ihn euch kurz vor. Und zwar steht er in Galater 5, Vers 22. Dort steht: Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Wir haben euch hier eine andere Übersetzung von der Hoffnung für alle. Das ist eine neue Genfer Übersetzung. Aber diese Werte wie Treue, Geduld, Liebe, Friede, Freundlichkeit, die ist doch allen bei uns tagtäglich da, oder? Bei dir 24 Stunden, bei mir auch. Ich bin ein Ausgeburt von Freundlichkeit. Morgens um 5. Da musst du mich mal erleben. Da geht's los. Kennst du Situationen, wo du möglicherweise eine von diesen wunderbaren Eigenschaften, Charaktereigenschaften nicht ganz so hast? Vielleicht eins war nicht ganz so selbstbeherrscht, nicht ganz so geduldig. An Silvester war eine Situation für mich, da fehlte mir ein wenig Geduld. Ich möchte dich kurz mit reinnehmen. Und zwar, meine Familie ist seit 2 Jahren an Silvester krank. Das ist aber nichts Schlechtes, weil ich liebe es, alleine mit meiner Frau abends einen schönen Film zu schauen, uns tolles Essen kommen zu lassen und dann einfach so ins neue Jahr reinzukuscheln. Und wenn man krank ist, dann kann man das besonders gut. Also hatten wir einen super Plan. Wir haben also mit unseren Kindern 18.30 Uhr schon Silvester gemacht. Wir haben fette Raketen dieses Jahr zum ersten Mal gekauft für meinen Sohn und meine Tochter. Und wir gehen mit Sack und Pack raus. Wir treffen uns mit ein paar Familien. Die Hanna nach 2 Minuten vollkommen am Limit. Es regnet. Rein! Okay. Kein Problem. Die Verena ist dann ein bisschen weiter zurückgegangen. Wir haben nachher mit ihr nochmal extra Feuerwerk gemacht am nächsten Tag. Aber an diesem Abend haben wir dann noch die super Raketen gezündet und in der Lehre, und wir so, wunderbar. Also hatten wir das schon abgehakt gehabt. Ich hatte am Nachmittag schon Essen bestellt und habe gesagt, um 20.40 Uhr soll es geliefert werden. Und die Verena hat schon gesagt, ach, ob das irgendwie tatsächlich funktioniert. Die so, natürlich, Baby, alles im Griff. Und wir haben dann noch 2 Filme bestellt, weil wir haben uns das so vorgestellt. Wir kommen dann runter, die Kinder liegen ab 8 Uhr im Bett. Wir essen was Schönes, sehen ein paar Filme. Und wenn dann Silvester kommt, werden wir am Horizont die wunderbaren Blumen sehen und wir werden uns in den Armen liegen und so weiter. Wundervoll. Essen kommt um 8.35 Uhr. 20.35 Uhr. Ja, yeah. Sehr gut. Es kommt, wir sind glücklich, super Essen. Die Kinder sind im Bett. Wir setzen uns also hin, so ein Turban um den Hals, kuscheln uns ein, machen gerade die wunderbare Alufolie auf. Film rein. Mama! Also, kein Problem. Wir hatten vorher ausgemacht, die Verena ist ja etwas kränker gewesen als ich, also gehe ich hoch. Ich gehe hoch, gehe 15 Stufen hoch und sage, hey Hanna, was kann ich für dich tun? Und sie sagt, nein, die Mama! Ich sag,
Herz allerliebst. Ja, ist wunderbar. Das Essen wird langsam kalt. Und der Film stoppt auch. Um euch aber wirklich zu zeigen, was in meinem Inneren vorgeht, habe ich euch ein kleines Experiment vorbereitet. Das werden jetzt meine netten Assistentinnen und Assistenten hier nach vorne bringen. Wir brauchen zuerst die Hochsicherheitsfolie auf dem Boden. Wundervoll. Dann den Hochsicherheitstank. Sehr gut. Dann beide Utensilien. Oder? Du bist noch in der Szene drin. Ich bin mit meiner Tochter oben und sie sagt, nein, die Mama! In meinem Inneren gibt es ein Organ, was exakt für solche Situationen gemacht ist. Und zwar, sie nennt sich die Galle. Ich habe euch meine Galle mitgebracht. Natürlich ein Modell einer Galle. Ein Gallenmodell sozusagen. Schön. Okay. Eine Galle ist nach oben geöffnet, damit die Gallenflüssigkeit bei Bedarf nach oben ausströmen kann und Unmut erzeugen kann. Okay, ich bin also mit meiner Tochter oben und sie sagt, nein, die Mama. Ich so, ach, das ist überhaupt gar kein Problem. Und grüne radioaktive Gallenflüssigkeit ergießt sich in meinen, in meinen Gallentank. Und du siehst, dass langsam auch die wunderbar helle, geduldige Gallenflüssigkeit grün gefärbt wird. Schön. Gut. Ich gehe hin und sage, hey, aber heute haben wir ausgemacht, dass ich komme. Ich weiß, du hast gerade deine Mama-Phase, aber ich bin da. Ich kann das genauso. Also, was kann ich denn für dich tun? Kann nicht schlafen. Ist auch sogar kein Problem. Komm, ich erzähle dir noch ein bisschen was. Und kannst du dann schlafen? Ja, super. Ich gehe runter, setz mich hin, mummel mich ein. Alles wunderbar. In dem Moment, wo ich gerade mit der Gabel in meinen Brokkoli steche, kommt Mama. Wir stoppen den Film. Ich gehe hoch. Und das passiert. Nicht nur einmal, nein. Zweimal? Nein. Dreimal, nein. Viermal, nein. Fünfmal, nein. Sechsmal, nein. Siebenmal, nein. Acht. Du siehst, es fängt an zu schäumen. Jedes Mal die gleiche Prozedur. Und jedes Mal bin ich oben und sage, hey, natürlich, ich bin so geduldig, ich bin Germany's Next Top-Papa. Hey, ist es überhaupt kein Problem? Ja, mein Essen wird kalt. Ja, wir können keinen Film gucken. Ja, es ist eigentlich nichts, was ich mir heute Abend gewünscht habe, aber es ist kein Problem. Schön, dass du da bist. Ah. In diesem Moment, beim siebten Mal, passiert etwas bei mir, was nach außen keiner sieht. Man nennt es Implosion. Das macht diesen Ton. Und ich bin oben bei meiner Tochter und als sie dann sagt, hey, Mensch, ich war jetzt schon häufig da, sagt sie, nein, die Mama! Und in diesem Moment passiert innerlich bei mir etwas, was man ungefähr so bezeichnen könnte. Ja, die Galle geht über. Ich natürlich sage, okay, die Mama, kein Problem. Ich gehe runter und sage, ich habe oben zu meiner Tochter gesagt, ganz ehrlich, wir wollen aber nicht mehr kommen. Wir wollen jetzt einfach einen Film gucken. Mama und Papa haben auch Rechte. Wir haben auch Silvester. Ich gehe runter und meine Frau sagt, und? In einer Geduld. Ja, und sagt, schwer. Ich habe gesagt, wir gehen nicht mehr hoch. Und meine Frau in einer Engelsgeduld, lass mich hochgehen. Ich so, nein, ich habe jetzt siebenmal, das muss jetzt reichen. Basti, lass mich hochgehen. Ich so, probier's doch. Und sie geht hoch, legt sich 5 Minuten neben sie und sie schläft ein für den Rest des Abends. Wie eine Fee kommt sie runter, voller Geduld. Hallo! Und in diesem skurrilen Moment merke ich, welche Perspektive ich eigentlich auf diese Situation habe. Ich merke, an diesem Abend ging es nur um mich. Ich will einen schönen Abend haben. Wir haben einen Film ausgeliehen. Ja, ich habe das wunderbare Essen. Das wird kalt, das schmeckt gar nicht. Ich bin doch jetzt dran. Ich. Und das, was mich von meiner Frau in diesem Moment unterschieden hat, war, dass meine Frau nicht sich selbst gesehen hat, sondern unsere Tochter.
die einfach nicht schlafen konnte. An Silvester. Hallo. Kein Kind schläft an Silvester. Und ihre Geduld hat überhaupt nicht auf ihr Gallekonto eingezahlt. Bei all ihren Geduldstaten war es nicht so sagen, ja, ja, ich bin zwar geduldig, aber irgendwie wird es schon bitter. Sondern ihre Geduld war anders. Sie hatte eine andere Perspektive. Das sollten wir uns merken. Perspektive. Perspektive. Ah, schön. Und jetzt nun zum Galatervers. Vielleicht fällt dir die Verbindung auf. Galle, Galatervers. Er ist exakt für diese Situation gemacht. Im Galatervers gibt es eine Anordnung dieser einzelnen Charaktereigenschaften. Und lass uns mal anschauen, welche Anordnung dort gegeben ist. Wenn du hinguckst, siehst du gleich, dass als allererstes Liebe steht. Die steht dann nicht umsonst. Ich glaube, dass diese Liebe die Grundvoraussetzung dafür ist, dass so etwas wie Geduld, Barmherzigkeit, Treue und so weiter passieren kann, ohne auf dieses Gallekonto einzuzahlen. Spannend. Ich habe euch noch ein Experiment mitgebracht. Und zwar kann man sich das ein bisschen vorstellen wie Licht und ein Diamant. Darf ich euch unseren Diamanten vorstellen? Seit Generationen in Familienbesitz. 50 Karat. Ich bin eine gute Partie. Dieser Diamant ist eigentlich ein vollkommen unspektakulärer Stein. Das Einzige, was ihn so besonders macht, ist, dass er eine Fähigkeit hat. Und zwar, dass er in einem bestimmten Schliff weißes Licht brechen kann in alle Farben. Ich zeige euch das mal. Wir haben es vorbereitet. Und zwar Dunkelheit. In der Dunkelheit, oh, ich muss hier rein, sonst sieht mich keiner. In der Dunkelheit ist der Diamant hässlich. Wenn ich ihn jetzt aber ins Licht drücke und ihr mal an die Wand schaut, merkt ihr, oh, wunderschön, dass dort Reflexionen entstehen. Und zwar, wenn ihr mal genau an diese Wand schaut, seht ihr, dass das weiße Licht gebrochen wird in all seine Spektralfarben. Das kennt ihr auch am Regenbogen. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Liebe wie ein weißes Licht ist, Gottes Liebe ist wie ein weißes Licht, was gestreut werden kann in die einzelnen Früchte des Geistes, also Geduld, Barmherzigkeit, Sanftmut und so weiter. Das Spannende ist, dass ja so ein Diamant nicht so auf die Welt kommt, von seiner Mutter Diamant geboren, sondern dass ein Diamant am Anfang seiner Existenz vollkommen anders aussieht. Und wie so ein Edelstein aussehen kann, bevor er geschliffen wird. Das schauen wir in unserem kurzen Clip an, weil ich habe Hannes besucht. Und Hannes ist ein toller Mann. Wir sind heute beim Hannes in seiner Garage und der Hannes hat über 10 Jahre jetzt Fossilien und Edelsteine gesammelt und ich habe hier so ein unglaubliches Stück. Ja, wie heißt das Ding nochmal? Also das ist jetzt hier eine Amethystgeode und dieses Stück kommt aus Südamerika und man sieht schon die wunderschönen Amethystkristalle hier drinnen in diesem Hohlraum. Ich sag mal so, das sieht ja recht schön aus, wenn das Ding so liegen würde, dann würde ich es auch sehen. Aber wenn man das Teil jetzt einmal umdreht, dann schaut es ja eigentlich schon wenig attraktiv aus. Grün halt. Ja, grün, das ist also praktisch ein Gestein, das ein bisschen mit Kupfer überzogen ist und oxidiert dann grünlich. Aber der Spezialist, der weiß dann schon, das kommt also in einer Basaltgegend vor in Südamerika, dass hier öfters Blasenhohlräume vorhanden sind und die muss man natürlich herausfinden. Und dann, wenn man diese Blasen oder Hohlräume, diese Geoden, wie man dann im Fachjargon sagt, aufschneidet oder aufbricht, dann hat man also diese wunderschönen Kristalle drinnen, also hier diese Amethyste. Und sowas Ähnliches kann ich jetzt noch einmal zeigen, wie man es in Mexiko drüben findet.
Das ist ja wirklich unglaublich. Schatzkiste, also das ist also jetzt außen auch eine wirklich, Steinkugel, völlig unscheinbar, würde man sich als Tourist wahrscheinlich nie als Andenken mitnehmen. Aber man merkt schon vom Gewicht, diese Steinkugel ist relativ leicht, also nicht so schwer wie ein normaler Stein. Und das lässt schon drauf schließen für den Kenner oder den Spezialisten, dass da drinnen ein Hohlraum ist und wahrscheinlich auch schöne Kristalle. Und wenn man die jetzt halt aufschneidet oder aufknackt, wie man sagt, dann hat man also drinnen da die wunderschönen Kristalle in dem Hohlraum. Okay, man kann also sagen, außen hässlich, aber man muss wissen, dass da drin Potenzial liegt. Und wenn man es dann aufknackt sozusagen, die raue Schale, dann kommt eigentlich die volle Schönheit also zur Geltung. Raue Schale, kein weicher Kern, aber ein hübscher Kern. Ein schöner Hohlraum und hübscher Kern. Spannend ist doch, dass so ein Edelstein, wenn er gefunden wird, eigentlich hässlich ist. Und ich weiß nicht, ob du dich noch jetzt in diese Situation hineinfühlen kannst. Als ich dort bei meinem Kind bin und die Galle langsam steigt, dann weißt du und weiß ich, dass das auf eine gewisse Weise hässlich ist. Und das Verhalten meiner Frau, die Liebe in dieser Situation, die hat eine Schönheit, die mich berührt. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass es Situationen gibt, wo du in dir wie nicht anders kannst, als ungeduldig zu sein, unbarmherzig, vielleicht sogar treulos. Und du merkst, wow, irgendwie, das ist hässlich. Und dann gibt es einen Mann in der Bibel, der heißt Jesus, und der sagt, du bist ein Diamant. Es kann sein, dass du von dir selbst glaubst, dass du hässlich bist. Aber ich weiß, wer du bist. Ich weiß, welches Potenzial du hast. Und du bist gemacht zum Leuchten. Ich weiß, was in dir steckt. Du hast das Potenzial zu einem Diamanten. Das ist sehr herausfordernd, oder? Heißt das, wir müssen alle immer geduldig sein? Alle immer sanftmütig, wenn du Christ bist, hast du diesen Stempel und sagst, wow, bam, genau, ich bin perfekt. So sieht mein Leben leider nicht aus. Das Spannende ist aber, dass Paulus in einem anderen Brief Folgendes schreibt. Im Korinthervers schreibt er, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist etwas so Außergewöhnliches und es ist die Bedingung, damit all das, was ich tue, überhaupt erst Frucht bringt. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wie können wir das schaffen? Wie kann ich das schaffen, das zu verkörpern, irgendwie wie ein Diamant zu sein, wo das göttliche Licht in mich reinströmt und ich die ganze Spektralfarbe von Gottes Liebe irgendwie rausbringe in meinem Leben? Das Spannende an so einem Diamanten ist, dass er ja so nicht auf die Welt kommt, sondern dass er geschliffen werden muss, damit er diese Fähigkeit besitzt, das Licht zu brechen. Und bei einem Diamanten ist es ja so, wenn etwas geschliffen wird, dann geht etwas weg. Und hätte ein Diamant Nerven, würde es ihm wahrscheinlich wehtun. Um dieser Diamant zu werden, von dem Jesus spricht, kostet es für jeden etwas. Das ist nicht umsonst. Das ist eine Veränderung, ein Perspektivenwechsel
und es hat mit Schleifen zu tun. Lass uns das anschauen. Steine, und zwar die, die wir hier wirklich alltäglich finden an der Isar oder sonst irgendwo, und zwar Kieselsteine, und ja, da steckt auch unglaubliches Potenzial drin, oder? Ja, das haben wir erst vor wenigen Jahren eigentlich so richtig entdeckt, und zwar gerade bei uns in der Salzach oder auch die Isar, wie du sagst, Lech, also alle Flüsse nördlich der Alpen haben eigentlich dieses Potenzial an Kieselsteinen, auch die Kiesgruben, und wenn man da schaut, also haben wir jetzt halt die Kieselsteine im Rohzustand, naja, da würde man auch wieder sagen, vielleicht für den Garten, gell? Im Garten ein bisschen für die Beet einfassen könnte man es hernehmen, aber wenn man jetzt diese Kieselsteine nass macht, oder nehmen wir da noch so einen etwas grünlichen dazu, nehmen wir es mal in meine Hand rein, und jetzt haben wir da einen Sprüher, jetzt machen wir das Ganze mal schon nass, ach, ein bisschen, schau. Und guck, dann man sieht man also schon hier, aha, jetzt von der Farbe her, auch die Struktur kommt jetzt besser raus, aha, beim Gestein, und wenn man das Ganze natürlich dann noch auch wieder mit diesen Schleifpulvern nachschleift und bis zur Politur fertigstellt, dann hat man also wirklich wunderschöne, prächtige Kieselsteine mit Einschlüssen, Korallen, Muscheln sieht man drinnen oder einfach wirklich schöne Zeichnungen oder also. Hannes, du hast ja vorhin gesagt, dass tatsächlich diese Steine ja anfangen richtig schön zu werden, wenn man sie unterschiedlich schleift. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, also da ist so einige Arbeit noch dahinter. Mhm. Dies ist jetzt ein Rohstein, so wie man findet, trocken. Mhm. Gut, wenn er nass ist, sieht man schon ein bisschen besser die Struktur, naja, und die Farben. Aber wenn man den jetzt erst einmal abschleift mit einem Schleifpapier, mit einer 80er Körnung, dann eine 220er Körnung, 500er, zuletzt eine 1000er Körnung, und dann am Schluss wird er dann mit einer Polierscheibe noch auf Hochglanz poliert, dann bleibt diese Politur oder auch die Struktur so schön erhalten. Ja, Hannes, vielen Dank, dass wir hier sein konnten in deiner Schatztruhe. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Stunden hier länger bleiben, damit wir alles entdecken können, was hier ist. Das ist ja über 10 Jahre Sammelarbeit. Vielen Dank erstmal. Ja. Hab mich sehr gefreut, dass du vorbeikommen bist. Ja, sehr gerne. Natürlich bekommt bei mir jeder auch einen polierten Kieselstein mit nach Hause. Also das ist einmal der Grundstück für jeden, der mal steinreich werden möchte. Aha. Dann kannst du da schon mal einen bunten Stein aussuchen. Oh, und das soll natürlich hier eine Anregung sein, dass du vielleicht selber mal sammelst. Ja, warte, an der Isar dann, ja, mit den ganzen Kieselsteinen. Genau. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Und damit zurück zum Neuraum. Damit der Diamant tatsächlich so aussieht und das Licht brechen kann, muss er geschliffen werden. Und es ist klar, er sagt am Anfang, hey, wenn du etwas anfängst zu schleifen, dann brauchst du grobes Schleifpapier, so 80er Schleifpapier. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, 80er Schleifpapier, wenn du damit über die Haut gehst, da ist er auch weg. Also es ist wirklich grob. Am Anfang wird viel weggenommen, damit der grobe Block sein endgültiges Design langsam erhalten kann. Und von hier, vom Galle-Bild hin zum Galater-Vers, braucht es einen Weg. Der Hannes hat auch gesagt, wow, da ist noch viel zu tun. Und der erste Schritt dahin ist, die Perspektive zu wechseln. Das 80er Schleifpapier. Wenn ich so auf mich selbst fixiert bin und es nur darum geht, was für mich gerade wichtig ist, wenn jemand anderes herausfordernd ist, meine Gedanken sind, hey, was tust du mir an? Wenn etwas nicht läuft, meine Gedanken sind, was bedeutet das für mich? Dann fange ich doch langsam an, mich so zu verkrampfen. Und meine Scheuklappen werden immer größer. Und ich halte es für fast unmöglich, dass man eine andere Sicht der Welt haben kann als diese. Und jetzt sagt Jesus im Johannesevangelium was unglaublich Herausforderndes. Und zwar sagt er dort Folgendes. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der wird es verlieren. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Das heißt so viel wie, wenn ich ständig auf mich selbst gucke, dann ist es wie, als würde ich nicht mehr leben. Das ist kein Leben,
für das es sich zu leben lohnt. Und Jesus sagt, du bist für so viel mehr gemacht. Du bist gemacht, um Gottes Licht wieder zu spiegeln. Und es ist wie ein wenig sterben. Das, was die Verena in dieser Situation gemacht hat, war Folgendes. Sie hat ja gesagt, hey, ich schaue nicht auf mich, sondern ich schaue auf mein Kind. Und indem ich auf mein Kind schaue, merke ich plötzlich, wer da liegt. Ein kleines Mädchen von 3 Jahren, das einfach nicht schlafen will. Und in diesem Perspektivenwechsel verändert sich etwas grundlegend. Von so hin zu, ja, da ist ein Kind, ich weiß, aber es geht doch um mich. Hey, ich habe Angst, ich will doch nicht zu kurz kommen. Ich komme immer zu kurz und wenn jetzt es immer nur um die anderen geht, dann komme ich nie dran. Und außerdem, hey, wer bin ich schon? Es könnte mich jetzt jeder verletzen, ich bin überhaupt nicht mehr geschützt. Ah! Aber der Punkt ist, dass Jesus sagt, hier lebst du nicht. Ich will dein Leben retten. Beginn die Perspektive zu wechseln von dir auf andere und du wirst sehen, dass es Gründe gibt, warum Menschen so sind, wie sie sind. Aber dabei braucht man ein Geheimnis, damit man überhaupt erstmal bereit ist, aus dieser Haltung rauszugehen. Für mich war eines der größten Erkenntnisse, dass das, was in der Bibel über mich steht, auch wirklich stimmt. Dort steht drin, dass Gott zu dir sagt, ich liebe dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wie dein Leben bis jetzt war und ich kenne dein volles Potenzial. Ich liebe dich und du bist ein großer Mann. Du kannst viel erreichen und noch mehr mit mir zusammen. Du bist liebenswert, weil du einfach so bist, wie du bist. Und am Anfang war es so, dass ich das nicht geglaubt habe. Wir sagen, großer Mann, das weiß ich besser. Aber der Punkt ist, als ich begonnen habe, wirklich darüber nachzudenken und zu hoffen, dass es möglicherweise wahr sein könnte, dass das, was Gott über mich sagt, wirklich stimmt, war es so, als würde eine kleine Stimme in mir sagen, Basti, ich habe es dir seit deiner Kindheit gesagt. Du bist liebenswert. Ich weiß, du machst viel Mist. Aber du und ich wissen, du bist liebenswert. Und als ich angefangen habe zu begreifen, dass Gott zu mir sagt, wie in diesem Korinthervers, hey, ich liebe dich. Ich bin geduldig, ich bin barmherzig, sanftmütig, ich weiß, wer du bist. Du wirst von mir versorgt. Du kommst nie zu kurz. Du kannst dich aufrichten. In diesem Moment habe ich angefangen, es zu probieren und habe gesagt, okay. Und in dem Moment, wo ich mich geöffnet habe und geglaubt habe, dass ich versorgt bin, dass ich keine Angst haben brauche, sondern dass Gottes Liebe meine Angst heilt, hatte ich plötzlich die Fähigkeit, andere zu sehen überhaupt erstmal. Zu sehen, warum jemand so ist, wie er ist. Und glaubt mir, es ist verblüffend. Gott liebt jeden Menschen über alles. Egal, ob er nervt oder nicht. Er liebt sogar dich. Und in diesem Moment merke ich, die Perspektive verändert sich. Aber dafür muss ich sterben, damit ich auf andere sehen kann. Das ist das 80er Schleifpapier, weil es ist unbequem. Und es bedeutet, dass andere auch anders sein können. Dass ich nicht sage, also mir müsste es gut gehen, dir geht es doch auch gut. Ich kann das, das müsstest du doch auch können. Gott hat ein großes Privileg. Er sieht in das Herz jedes Einzelnen und weiß, warum jemand so ist. Beim Perspektivenwechsel kann man sich davon etwas abholen. Und dann passiert es, dass Liebe Geduld zur Folge hat, Barmherzigkeit und so weiter. Das 80er Schleifpapier macht das Grobe und dann kommt das 250er Schleifpapier, etwas feiner, um die Facetten zu schleifen. Und das ist wie der Punkt, dass du ehrlich sein musst. Es nützt nichts, dass du sagst, ja, habe ich Zeit, ja, ich habe Zeit, obwohl du eigentlich gar keine hast.
Wenn dich jemand fragt, geht's dir gut? Und du sagst, ja, mir geht's gut, super. Und es geht dir gar nicht gut. Weil all das zahlt auf dein Gallekonto ein. Aber was wäre, wenn es dir schlecht geht und jemand fragt, wie geht's dir? Und du sagst, du, gerade nicht so gut. Das ist wie, wenn man von sich glaubt, ja, ich bin es wert, dass ich getröstet werde. Wie wäre es, wenn du mit Liebe im Herzen jemand anderen sagst, was du gerade gemacht hast, das fand ich nicht gut. Ich weiß, dass du es anders kannst. Ich weiß, was dein Potenzial ist. Wie wäre es, wenn man einfach frei wäre von all dem, wo man sagt, ach ja, das halte ich für mich zurück, sondern einfach ehrlich sagt, das habe ich nicht verstanden, das glaube ich nicht, ich kann damit nicht umgehen, aber es passiert auch nichts, wenn ich es zugebe. Weil dann kommt man in einen Lifestyle rein, der wirklich Freiheit hat, wenn die Liebe da ist. Der letzte Punkt ist, dass wenn es schon die Facetten geschliffen sind, dann braucht man ein tausender Schleifpapier oder sogar Schleifmehl, damit dieser Diamant auch den Glanz erhält. Und das ist wie, wenn man mit Jesus Zeit verbringt, weil Jesus ist dieser Diamant. In Jesus kommt das Licht von Gott hinein und da er so perfekt geschliffen ist, strahlt er in allen Farben, die die Liebe Gottes nur irgendwie erzeugen kann. Und wenn ich mir Jesus anschaue, in all den vielen Situationen, die ich im zweiten Teil der Bibel lesen kann, dann kann ich die Nuancen herausfinden, was es bedeutet, ein wirklicher Diamant zu sein, aufrecht zu stehen, ehrlich zu sein, voller Liebe und dennoch zu strahlen in einem Licht, was einfach nur göttlich ist. Jesus sagt zu dir, dein Design ist dafür gemacht, dass du leuchtest. Es ist okay, seine Galle aufzufüllen. Aber es muss nicht sein. Heute würde ich mir die Situation mit der Hanna an Silvester anders wünschen. Heute würde ich jedes Mal, wenn ich die Treppe hochgehe, zu Jesus sagen, ich sehe echt hässlich aus. Meine Galle füllt sich. Ich gebe dir das ab, was mich ärgert. Meine Hoffnung, meine Angst, dass ich keinen schönen Abend habe, dass ich zu kurz komme, dass ich kränker werde. Und hol mir deine Perspektive ab. Wer wartet dort oben auf mich? Wer braucht deine Liebe? Und dann merke ich, ich habe es gestern Abend bei meinem Sohn ausprobiert, dass du hochgehst und ja, da ist noch was. Und ich sage zu Jesus, gib mir jetzt deine Perspektive. Und ich komme in das Zimmer rein und merke, wie ein Lichtstrahl in mein Herz, was Geduld, Barmherzigkeit und Liebe rausstrahlt. Und ich merke, ach guck mal, ich hatte es gar nicht. Und du hast es mir gegeben, weil du mir sagst, ich versorge dich, Basti. Und jetzt kannst du weitergeben. Dieser Punkt, das einzutauschen bei Jesus und dafür Liebe zu bekommen, nennt man Tausch am Kreuz. Dafür ist Jesus gestorben. Die Band wird jetzt einen Song spielen, der heißt One Thing Remains. Eins bleibt. Egal wie deine Umstände sind, egal wie dein Leben aussieht, Gott stellt sich hinter dich und sagt, ich bleibe. Ich versorge dich und ich weiß, wer du bist. Egal, wie viel Galle du sprühst, du kannst jeden Tag anfangen, dich zu einem Diamanten schleifen zu lassen. Beginn damit, auf andere zu schauen und zu wissen, dass du versorgt bist. Und dann fang an zu entdecken, was es bedeutet, wenn andere Menschen meine Liebe durch dich bekommen. Ich weiß nicht, was dran ist für dich. Vielleicht ist es dran zu sagen, ja, ich habe das noch nie gespürt. Ich glaube Gott nicht, wenn er sagt, dass ich liebenswert bin. Dann fang einfach an, mit ihm zu reden. Und du wirst merken, dass Gott einen Weg findet, es deinem Herzen zu erklären.
Vielleicht ist es auch dran, dass du merkst, ja, ich würde mich gern schleifen lassen. Ich glaube, ich fange mal mit dem 80er an. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld Situationen, die für dich grobes Schleifpapier sind. Dann nutze sie als Herausforderung, um dich da dran zu schleifen. Und vielleicht ist es auch so, dass du merkst, hey, ich weiß gar nicht, wo ich noch so rohe Flecken habe. Jesus, zeig du mir mal mit deinem Heiligen Geist, wo würdest du denn noch welches Schleifpapier ansetzen? Wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach mitbeten. Jesus, ich liebe dich so. Ich liebe dich dafür, dass du mich siehst und sagst, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was in deinem Herzen möglich ist. Ich weiß, dass du dafür designt bist, ein Diamant zu sein, der die Liebe Gottes in alle Farben widerspiegeln kann. Und Herr, ich danke dir, dass du immer an mir dran bleibst und sagst, hey, geh den Schritt, lass dich schleifen und erlebe, was es bedeutet, wenn du aufgefüllt wirst mit dieser Liebe, die alles heilt, und du dann es weitergeben kannst. Und ich danke dir dafür, dass ich das jedes Mal machen kann, wenn ich Treppen hochgehe, wenn ich in Situationen bin, wo ich nicht weiter weiß und meine Galle übersprudelt. Ich einfach sagen kann, ich weiß, wer ich bin. Ich gebe dir alles ab, Jesus, und krieg deine Liebe. Und wenn du das möchtest, segne ich dich jetzt wirklich in Jesu Namen mit dieser übernatürlichen Liebe und mit dem Wissen, dass du geliebt bist, weil du bist, wer du bist. Gott hat eine große Fähigkeit. Er kann in dein Herz schauen und weiß, warum man Dinge tut. Und gerade deswegen liebt er dich. Danke, dass du mich liebst, Jesus. Und danke, dass du weißt, wer ich bin und ich mein volles Potenzial entfalten kann. Und dabei merke, dass das ein Leben ist, für das es sich zu leben lohnt, in Freiheit und in Friede, in Sanftmut und in Barmherzigkeit, in Geduld, Treue und mit deiner Liebe. Amen.